Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, der Teilzeit World of Warships Spieler und heute, ja, zeige ich euch die New Mexico. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal ein Video dazu gemacht habe, aber wir spielen hier gerade, fällt der Name schon wieder nicht ein. Alle Mann auf Gefechtsstation! Ich wollte schon Ranggefechte sagen. Grenzgefechte? Gewertete Gefechte, meine Güte. Gewertete Gefechte. Da bin ich, glaube ich, erst bei Stufe 6 oder so. Also nicht weit. Aber ich finde immer diese gewerteten Gefechte in den niedrigen Sektor hier mit Stufe 5 und Stufe 6 Schiffen, finde ich eigentlich toll. Macht Spaß. Man gibt sich auch dann Mühe, dass man halt Schiffe in dieser Klasse halt hat. Weil ich bin immer noch nicht so weit. Das beste Schiff, was ich immer noch habe, ist die Bismarck. Und ich mag das Schiff. Also, die Bismarck bleibt auch. Also, die verkaufe ich nicht. Die wird bis zum Ende, also die bleibt einfach. Ich habe einfach Bock oder ich habe einfach Spaß, dieses Schiff zu spielen. Ist einfach so. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, die Friedrich, ist ja noch die Mission. Da bin ich noch sehr weit von weg. Die New Mexico hat einen Haken. Einen richtig großen, die Hauptbatterie. Also, ich mäkel ja schon immer bei 15 Kilometer oder 16 Kilometer bei den britischen Schiffen, aber wir haben hier nur 14,6 und Erkennbarkeit zu Wasser von 14,2. Das ist ein Witz. Flak ist jetzt auch sehr schwach und sekundär bei 4. Das Schiff ist noch quasi nackig. Vielleicht gibt es mehr, wenn es halt ausgerüstet ist, aber... So ist das gerade ein bisschen mau. Was natürlich gut für uns ist, ist halt, dass wir 12 Schuss haben. 4 Türme mit je 3 Schuss. Da kommt jede Menge Spaß raus. Und ein Spaß versuchen, in diese Richtung zu schießen. Mal gucken, ja, grob geschätzt. Das ist auch ein bisschen wenig. Alle Stationen, brauche Feuerunterstützung. Ihr seht schon, warum ich so viel Schuss brauche. Weil ich nicht so gut treffe. Schade, hätte echt. Wenn der eine Breitseite abkriegt, dann war es das für ihn. Stufe 5, ne? Ja, auch nicht auf Stufe 6. Aber ich hoffe, er dreht nicht nochmal um. Ach, zu kurz. Ich hätte doch die 5 nehmen sollen. Die 5 Kilometer. So, dann kriegen wir was ab. Mehr. Wir brauchen ein bisschen was zum Gucken, ne? Weil so... Was haben wir hier? Lanker Q. Hallo. Du hier. Nicht in Mexiko. Ich will nicht ran. Oh, da haben wir echt gute... Das war gut. 8000 Punkte. Ein Ausfall. Das war gut. Ah, der ist immer noch nicht tot. Ah ja, wir können... Ich hätte gestern nicht so viel trinken sollen, glaube ich. Verdammt, ey. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ja. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Friedrich. Oh, ich habe die New Mexico, glaube ich, getroffen. Oh, oh, oh. Der Zerstörer muss dran glauben. Die Pushun. Jetzt sind wir gleich weg. Perfekt, aber wer weiß, er hat die Torpedos noch abgesetzt, glaube ich. Wo gehen die lang? Okay, nicht zu mir. So, Mexiko, da ist was für dich. Singapur, Mexiko. Da hat er auch gut gekriegt. Alle Stationen,
Vorrücken zum Erobern dieses Bereichs. So, wir sind jetzt in der Überzahl. Mal gucken, was wir daraus machen. Wir so stehen, dass wir mit allen unseren Kugeln Spaß haben. Ah, richtig mega Streuung. Aber schon wieder ein Ausfall. Ausfälle sind gut. Kann er nicht zurückschießen. Aber jetzt haben wir den ersten verloren. Das war die Mexiko. Die nächste Breitseite können wir hier Friedrich geben. Ich glaube, das freut Friedrich auch. Zitadelle, ein Ausfall. Wunderbar. Wunderbar. Das war ein guter Schuss. Das war die Friedrich. Wir haben zwar keinen Kill, aber 44.000 Punkte ist ganz okay. Ich hätte jetzt gerne noch mindestens 4.000 Punkte, damit wir wenigstens quasi mit minus 0 rauskommen. Weil ich finde, man muss immer mehr HP haben, also mehr Schuss als HP. So, jetzt sind wir im Plus. 4000 plus, so sehe ich das immer. Und der macht ein Rammmanöver und scheiße, es hat geglückt. Schön, was ich schade finde. Warum lässt man nicht nochmal das schön sehen? Also, entweder das Replay oder, weil so Rammmanöver sehe ich nicht so häufig. Aber es freut mich immer ungemein, wenn man sowas sieht. Und, ja. Coole Aktion. Zwei Zitadellentreffer. War ganz nett mit der Mexiko. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ja, ein Like wäre auch immer ganz nett von euch. Na? Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.